Agnes Literaturvergleich to go. Heute William versus Gottfried. Wir beginnen mit der Vorstellung der Figuren von Romeo und Julia von William Shakespeare. Hier gibt es einmal die Familie Capulet, ganz in weiß. Die wichtigste Person ist hierbei Julia. Und genauso wichtig ist auch ihre Amme, die neben ihr steht. Dann gibt es die Familie Montagu, ganz in rot, mit ihrem Sohn Romeo und dessen beiden Freunde. Eine weitere wichtige Person ist der Prinz von Verona, wo das Stück spielt. Dann wechseln wir zu Romeo und Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller. Hier haben wir die Familie des Bauern Marti mit seiner Tochter Vrenchen, die am Anfang des Stückes 4 Jahre alt ist, dann jedoch 17. Und dann haben wir die gegensätzliche Familie des Bauern Manns mit Sohn Sali, der am Anfang 7 ist und dann 20. Eine weitere Person, die wichtig ist in diesem Stück, ist der schwarze Geiger als Außenseiter der Gesellschaft. Wir fangen an mit dem Werk von William Shakespeare, Romeo und Julia. Dieses beginnt mit dem Auftritt des Chors. Zwei Häuser in Verona, würdevoll, wo in der Szene unser Spiel euch band, erwecken neuen Streit aus altem Groll, und Bürgerblut befleckt die Bürgerhand. Aus beider Feinde unheilvollem Schoß entspringt ein Liebespaar, unstern bedroht, und es begräbt ein jämmerliches Los, der Väter langgehegter Streit ihr Tod. Wie diese Liebe nun dem Tod verfiel, der Eltern wüten immerfort erneut, erst in der Kinde Ende fand sein Ziel, das lehrt 2 Stunden euch die Bühne heut. Wollt ihr geduldig euer Ohr dem leihen, wollen wir es von Mängeln, wo es nach Not befreien. Nach diesem Prolog beginnt das Stück sofort mit einem Kampf zwischen den Dienern des Hauses Capulet und des Hauses Montagu. Haja, krach, busch, schepper! Es wird unterbrochen von dem Prinzen von Verona, der ihn androht, mit einem weiteren Streit die Todesstrafe für den Urheber auszulösen. Bei Gottfried Keller hingegen beginnt das Stück ganz anders. Es wird beschrieben, wie 2 Bauern, Marti und Manz, ihre Äcker bewirtschaften und dann ihre Kinder kommen, ihnen das Essen zu bringen. Beim Essen entwickelt sich ein Gespräch über den mittleren Acker, der offensichtlich niemandem gehört. Beide Bauern sind jedoch einig, dass der eigentliche Besitzer des mittleren Ackers der schwarze Geiger wäre. Der jedoch, da kein Taufschein vorhanden ist, nicht als Erbe eingesetzt werden kann. Die Kinder gehen danach jedoch spielen und nach allerlei lustiger Kinderspiele zerstören sie Vrenchens Puppe und begraben in ihrem Kopf eine Fliege bei lebendigem Leibe. Am Ende des Tages beschließen beide Bauern jeweils, eine Furche weiter zu pflügen, als eigentlich es erlaubt wäre. So geht das Jahr für Jahr weiter, bis der mittlere Acker versteigert wird. Der Bauer Manz ersteigert diesen und beschwert sich sofort beim Bauer Marti, weil dieser wohl diagonal eine Kerbe in seinen neuen Acker gepflügt hat. Der sieht das jedoch nicht ein und lässt ihn mit seinem Kummer alleine. Durch diese eher harmlos scheinende Streiterei entwickelt sich doch ein viel größerer Streit. Durch diesen Streit verbieten beide Bauern ihren Familienmitgliedern, mit anderen zu reden, und auch die Freundschaft zwischen Sali und Vrenchen gibt es nicht mehr. Nachdem einige Jahre vergangen sind, haben sich beide Bauern zur Ruin gewirtschaftet und der Bauer Manz muss daraufhin in die Stadt ziehen, weil er keinerlei Möglichkeit zum Bleiben mehr sieht. Doch in der Stadt wird es für ihn nicht besser. Dort kommt er nur in ein altes Wirtshaus, wo keiner hinkommt und einkauft oder auch was trinkt. So bleibt nur die Möglichkeit, fischen zu gehen, was damals ein absolutes Armutszeugnis ist. Auch bei der Familie Martin sieht es nicht besser aus. Die Mutter von Vrenchen ist gestorben und die beiden versuchen sich jetzt auch durch Angeln über Wasser zu halten. An einem Tag treffen sich die beiden Familien am Fluss, wo sie angeln wollten. Die beiden Väter beginnen sofort zu streiten. Bla 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 bla. Ey, du Trottel! Die beiden Kinder hingegen schauen sich interessiert an. Sie haben sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, sind erstaunt, wie sehr der andere gewachsen ist. Als die beiden Väter jedoch einen
Steg finden, wo sie hinüber können, fangen sie an, sich auf dem Steg zu prügeln, und die beiden Kinder müssen einschreiten, um sie auseinanderzuhalten. In Erinnerung an ihre alte Freundschaft geben sie sich die Hand, und als Vrenchen Sali anschaut, fällt ein Sonnenschein durch die dunklen Wolken, und Vrenchen lächelt. Auf dem Nachhauseweg kann Sali an nichts anderes denken als an Vrenchens Lächeln. Auch bei Romeo und Julia gibt es im Moment des ersten Zusammentreffens, wo sie sich sofort ineinander unsterblich verlieben. Das ist hier der Ball der Familie Capulet, wo die beiden zusammen tanzen. Julias Cousin Typer jedoch bemerkt, dass Romeo ist und damit ein Montagu, der nicht eingeladen ist und würde ihn liebst umbringen. Doch Romeo schafft es, rechtzeitig von dem Ball zu fliehen, doch auf dem Nachhauseweg denkt er nichts anderes als an Julia und klettert so vor Liebeskummer geplagt über eine Mauer in den Garten der Familie Capulet, wo er Julia auf einem Balkon stehen sieht. Es entspinnt sich ein Gespräch zwischen den beiden, wobei Julia häufig ihre Liebe zu Romeo beteuert. Julia! Ja doch, Amme, ich komme gleich! Und zu ihm einen Boten schicken möchte, morgen um 10. Als Romeo seine Liebe wiederum beteuert, Julia! Ja doch, Amme! Verspricht sie ihm, auf ihn zu warten und wünscht ihm 1000 Mal gut Nacht. Am nächsten Tag findet die Hochzeit der beiden statt, die durch die Amme vermittelt wurde. Nach der Hochzeit trifft Romeo seine Freunde und Tybalt und dessen Freunde und es entspinnt sich ein Streit zwischen den beiden, der in einem Kampf endet. Kling, Schepper, Ruf, Krach, Schepper! Ah! In diesem Kampf tötet Tybalt Julias Cousin Mercutio, Romeos besten Freund. Mercutios letzter Ausruf war: Die Pest auf beide eure Häuser! Blind vor Wut und Trauer stürzt sich Romeo auf Tybalt, Julias Cousin und der Mörder seines Freundes und tötet diesen. Nach dieser Tat rennt er weg, um nicht erwischt zu werden. Auch bei dem Werk Romeo und Julia auf dem Dorfe treffen sich Sali und Vrenchen bald wieder. Sali macht sich auf den Weg zu Vrenchen schon am nächsten Tag, um sie zu sehen und ihr zu sagen, wie sehr er sie liebt. Sie treffen sich auf dem Feld und haben dort einen schönen Spaziergang. Als sie jedoch wieder aus dem Feld herausgehen, treffen sie auf Vrenchens Vater, der seine Tochter schlägt und nach Hause zahlen möchte. Sali schlägt jedoch aus Angst mit einem Stein nieder und macht sie dann Vorwürfe, dass er ihn getötet haben könnte. Als Vrenchen ihm aufträgt, Hilfe zu holen, zeigte sie ja deutlich Zerrissenheit in ihr. »So lauf doch ins Dorf und hol Hilfe!« Komm aber nicht mit zurück und sage nicht, wie es zugegangen. Ich werde auch schweigen. Man soll nichts aus mir herausbringen. Komm, küss mich noch einmal. Nein, geh, mach dich fort. Es ist aus, es ist ewig aus. Wir können nicht zusammenkommen. In diesen Zeilen zeigt sie sehr deutlich, wie zerrissen Vrenchen zwischen ihrer großen Liebe Sali und ihrem Vater ist, der jetzt bewusstlos am Boden liegt. Auch Julia fühlt sich sehr zerrissen, denn Romeo hat ihren Cousin Tybalt getötet und sie weiß nicht, ob sie Romeo noch liebt, ob sie noch lieben darf, ob sie um Tybalt trauern darf, wenn sie Romeo liebt oder was sie eigentlich jetzt empfinden soll. Auch ihre Amme kann ihr dabei nicht weiterhelfen. Bei Romeo und Julia auf dem Dorfe beginnt jetzt der letzte Tag der beiden. Nach einigen Schwierigkeiten, da der Vater von Vrenchen ins Hospital musste wegen der Verletzung am Kopf und wohl nie wieder ganz der Alte sein wird, muss Vrenchen jetzt aus der Stadt und dem Dorf wegziehen, um Arbeit zu finden. Einen letzten Tag wollen sie doch miteinander verbringen und so gehen sie tanzen, wandern von Ort zu Ort, gehen auf die Kirchweih und versuchen dort einfach das glückliche Brautpaar zu zeigen, was sie gerne wären. Am Abend kommen sie zu einem Paradiesgärtlern, wo sie auf einen schwarzen Geiger treffen, der ihnen als Lösung darbietet,
dass sie heiraten könnten und mit ihnen als Ausgestoßene aus der Gesellschaft umherziehen könnten. Der Prinz erlässt Romeo die Todesstrafe, weil Romeo nur seinen Freund rächte. Dafür wird Romeo verbannt. Die beiden Liebenden können noch einen Nacht miteinander verbringen, die damit endet, dass Julia versucht, Romeo loszuwerden, damit dieser nicht gefangen genommen wird. Sie sagt: es tagt, auf, eile fort von hier. Es ist die Lerche, die so heiser singt und falsche Weisen rauen Misston gurgelt. Romeo macht sich auf den Weg nach Mantua. Währenddessen wird in Verona eine Hochzeit arrangiert. Julia soll Paris, einen Freund des Prinzen, heiraten. Doch Julia kann ihn nicht heiraten, sie ist die Frau Romeos. Der Mönch, der Romeo und Julia getraut hat, hilft Julia, indem er ihr einen Schlaftrunk gibt, der sie totscheinen lässt. In der Zwischenzeit möchte der Mönch nach Romeo schicken, dass diese die tote Julia zu sich nach Mantua nimmt und dass sie dort zusammen leben können. Doch es gibt Vermittlungsschwierigkeiten. Romeo erfährt nur von Julias Tod und reist voller Trauer nach Verona, um sich dort das Leben neben ihr zu nehmen. Als er in der Gruft angekommen ist, nimmt er ein tödliches Gift und stirbt. Oh. Als Julia erwacht, erschrickt sie fürchterlich, weil ihr Liebster neben ihr tot ist. Sie nimmt seinen Dolch und nimmt sich auch das Leben. Oh. Am nächsten Morgen finden beide Familien ihre Kinder in der Gruft tot auf und der Prinz sagt dazu: Nur düstern Frieden bringt uns dieser Morgen. Die Sonne scheint, verhüllt vor Weh zuweilen. Kommt, offenbart mir ferner, was verborgen, ich will dann strafen oder Gnad erteilen. Denn niemals gab es ein so herbes Los wie Juliens und ihres Romeos. Aus Ehrgefühl lehnen die beiden jedoch das Angebot des Geigers ab und machen sich auf den Nachhauseweg. Doch auf dem Nachhauseweg begreifen beide, dass es nicht geht, sie können nicht untereinander sein. Und so beschließen sie, die letzte Nacht gemeinsam auf einem Heukahn zu verbringen, der auf dem Fluss liegt, an dem sie gerade entlang gehen, und sich dann das Leben im Wasser zu nehmen. Nach einer kleinen Bootsfahrt gehen beide ins Wasser und sterben so. Am Ende des Romans hat Gottfried Keller einen Erzählerkommentar geschrieben. Das Schiff legt sich eine Weile nachher unbeschädigt an eine Brücke und blieb da stehen. Als man später unterhalb der Stadt die Leichen fand, die ihre Herkunft ausgemittelt hatte, war in der Zeitung zu lesen: Zwei junge Leute, die Kinder zweier blutarmen, zugrunde gegangenen Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, hätten Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachmittag herzlich miteinander getanzt und sich belustigt auf einer Kirchweih. Es sei dies Ereignis vermutlich in Verbindung zu bringen mit einem Heuschiff aus jener Gegend, welches ohne Schiffleute in der Stadt gelandet sei, und man nehme an, die jungen Leute haben das Schiff entwendet, um darauf ihre verzweifelte und gottverlassene Hochzeit zu halten, abermals ein Zeichen von der um sich greifenden Entsittlichung und Verwilderung der Leidenschaften. Mit diesem Kommentar drückt Gottfried Keller aus, dass er der Gesellschaft dieser Zeit einen großen Vorwurf macht, dass beide Liebenden so weit gehen müssen, um zusammen sein zu können.